Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Und mit dieser wunderbaren Liebesmusik starten wir rein in wahrscheinlich das Finale. Die dunkle Seite der Macht wartet. Auf geht's. Na, startet direkt wieder actionreich, oder was? Die Akklamatoren landen. Mace, wir nähern uns der alten Cis-Stadt, aber die feindlichen Abwehrsysteme sind noch sehr stark. Unser erstes Ziel sollten die Hangars der Droiden-Starfighter sein. Hier sind die Koordinaten des ersten Hangars. Ach, ich liebe die Eisen. Alte Spiele sind teilweise einfach super. Anakin und Obi-Wan haben getan, was sie konnten. Jetzt ist es an uns. Das Schicksal der Republik hängt von dieser Schlacht ab. Wir dürfen nicht versagen. Ausschwärmen. Wieder mit gezogenem Lichtschwert, einfach mal so. Die gute alte Zischstadt. Ja, dann wollen wir mal, ne? Es ist manchmal einfach fantastisch. Oh, wir sind wieder mit dem Walker unterwegs. Guck mal, da sieht man sogar die ganzen kleinen Ruinen. Es ist schon cool. Die platzen manchmal so weg. Also schön, ist schon cool gemacht. Ich würde mal gerne wissen, wie das heute auf so ein bisschen stärkere Hardware wäre. Wurde ja auch schon geschrieben, so ein bisschen von wegen, hey, wäre geil, wenn das Spiel quasi mal ein bisschen überarbeitet worden wäre. Und da muss ich auch zustimmen, klar, ich mache mich hier häufiger mal ein bisschen drüber lustig. Aber ich versuche auch mal wieder zu sagen, von wegen, ey, das war auch ambitioniert. Also es ist im Grunde schon ein interessantes Spiel und so. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen überarbeitet hätte, so ein bisschen moderner gemacht hätte, hätte da ein ganz gutes Spiel drin gesteckt. Ist ja auch teilweise eher so auf Unterhaltung, ne? Also von wegen, jetzt hier nicht böswillig irgendwo alte Spiele schlecht machen, weil die machen ja auch Spaß auf ihre Art und Weise. Und ich meine, für einen Fünfer macht man hier jetzt nicht wirklich viel falsch. Ich glaube, da sollte man jetzt auch nicht allzu viel erwarten. Das sieht ja auch wieder geil aus. Da muss man ja... Ich hänge fest. Ich hänge fest. Hilfe! Ich komme... Ach, ey, hier darf man nicht hoch, oder was? Warte. Guck mal hier, da sind auch noch die anderen. Die anderen Walker! Ich muss sagen, dieses Befehlssystem habe ich relativ wenig benutzt, um ehrlich zu sein. Können wir die da abschießen? Ja, können wir. Pass auf, dass ihr mir nicht in den Schuss lauft. Ach geil, dass man hier mit dem Imperial Marsch in die Schlacht geht. Ich meine, ist das ein gutes Zeichen für die Republik und so? Oh! Jo, cool! Wie die aber auch instant da rausploppen. Dieser Flip wird echt nicht alt. Ach, guck mal, jetzt geht sogar hier in Innenräume rein. Das hatten wir, glaube ich, auch noch gar nicht, oder? Oder kaum. Wir waren mal in der Höhle drin oder so. Oder so ein bisschen mal. Durch einen Akklamator konnten wir fahren. Aber so richtig in irgendwelchen Basen drin waren wir, glaube ich, bis jetzt nicht. Finde ich auch wieder eine coole Nummer. Und weg mit dir. Ich glaube, wir nähern uns dem Hangar so langsam. Ah, die schießen. Nein, schieß erstmal auf die Gegner. Das Zielanvisierungssystem ist auch komisch, ein bisschen, muss ich sagen. Der visiert halt mehr oder weniger automatisch alles an. Also ich muss da jetzt nicht irgendwie mit dem Stick hinlenken oder so. Auf zum nächsten Hangar. Okay. Das heißt, man steuert ja mehr oder weniger alles mit dem linken Stick. Ne, ich laufe mit dem linken Stick als auch dieses Anvisieren hier. Das passiert automatisch quasi. Ne, der zoomt da automatisch hin oder schwenkt da automatisch hin und dann schieße ich halt eigentlich nur. Im Grunde drücke ich gerade immer nur zwei oder ich drücke eine Taste und steuere mit dem linken Stick. Was anderes mache ich nicht. Oh, da liegt was. Super Blaster, Super Duper Blaster. Oh, ich wurde hier voll reinge... Ah, Unbesiegbarkeit, okay. Boah, die kann ich jetzt nicht großartig ausnutzen. Ich habe gar keinen Gegner vor mir. So, hauen wir mal das Schild an, komm. Ganz cool, dass dann die Schüsse auch so abprallen. Ich würde ganz gerne nicht auf das Objective schießen, sondern erstmal auf die Gegner. Na gut, irgendwie will das nicht so, wie ich will. Oh, jetzt werden hier aber noch Landungsschiffe droppen. Hier die Spinnenruinen. Der braucht ein bisschen. Ja, Ladehemmungen. Ich will... Ja, ja, okay. Okay, den Hangar haben wir... Na? Auch? Gute Arbeit, Meister Windu. Wir haben die Lufteinheiten vernichtet. Jetzt müssen wir uns mit den Bodentruppen auseinandersetzen. Mace, die Mehrheit der Separatistentruppe kommt aus zwei nahegelegenen Fabriken. Unsere Blaster können ihrer Panzerung nichts anhaben. Wir sollten es mit den ATTEs versuchen. Wir geben ihnen Deckung auf dem Weg zu den Fabriken. Ach, ich darf die aber nicht steuern, oder? Nee, ach Mann. Ich habe kurz gedacht, ach Mann, ja, warum bekomme ich denn auch auf die Idee, dass ich die steuern dürfte? Das ist ja auch Quatsch. Naja, gut. Ich glaube fast, wir sind ja jetzt sowieso am Ende. Ich glaube, ein großartig neues Fahrzeug oder sowas werden wir nicht mehr sehen. Von daher können wir auch mal so ein Resümee machen, was denn die coolsten Fahrzeuge waren. Natürlich auf Platz 1, ne, auf Kashyyyk die komischen Dinos mit Raketenwerfern und Lasertürmen bewaffnet. Die kann man einfach nicht toppen, die waren einfach fantastisch. Ansonsten hier der Standardpanzer, den finde ich tatsächlich irgendwo am
am coolsten. Ist, hat halt auch nichts Besonderes, muss man sagen. Ne? Ist halt einfach so ein Standardpanzer. Macht halt Spaß. Hat Raketen. Kann gut ausweichen. Hat irgendwie ein Turbo. Kanonenboot. Richtig cool, aber leider, also die waren spaßig zu spielen, aber leider die Laserstrahlen davon waren so overpowered, ne? Das ist so krass. Und ansonsten die Walker sind natürlich vom Optischen richtig cool, aber spielerisch leider irgendwo am langweiligsten tatsächlich. Also ich weiß nicht. Kann man nicht viel machen, da läuft man wirklich nur durch die Gegend und schießt. Hier kann man ja wenigstens ein bisschen versuchen, hier so taktisch drumrum zu fahren, ne? So ein bisschen hier so, ja, die Gegner auszumanövrieren oder so. Bei den Walkern fällt das alles irgendwo weg. Achso, und ansonsten natürlich, ich hätte viel lieber gerne noch mehr Bodenpassagen gehabt, ne? Ich hab's schon ein paar Mal gesagt, die spielen sich zwar unfassbar clunky und schlecht, aber das macht halt einfach Spaß. Nee, aber ich finde sowas eigentlich ganz geil, ne? Wenn man so richtig viel Abwechslung drin hat. Dann hat man hier mal so eine Panzermission, mal so eine Kanonenbootmission, mal so eine Unterwegs-zu-Fuß-Mission. Imagine, da hätte man da vielleicht auch noch so Schleichpassagen oder irgendwas. Oder hätte mal irgendwie so einen kurzen Moment, wo man, ja, mit so ein paar Klonen alleine, ne? So ein kleiner Klon-Squad. Man muss den dann irgendwie eskortieren, zu Fuß, als Jedi oder sowas. Da kann man schon geile Sachen machen. Ich sag's ja immer wieder, irgendwo steckt in diesen ganzen Filmspielen, ne, diesen Spielen zu filmen, da stecken eigentlich geile Sachen drin. Die haben leider so einen schlechten Ruf, weil die halt meistens wahrscheinlich damals, ja, ziemlich zum Film rauskommen mussten und daher häufig mal gerusht wurden und dann halt irgendwo, ja, nicht so ganz fertig waren oder nicht so gut optimiert waren. Aber jetzt so im Nachhinein, imagine, man macht ein Spiel, was so im Grunde ähnlich ist wie dieses hier, ne? Bloß halt, wie gesagt, deutlich umfangreicher nochmal in der Missionsstruktur. Und das dann halt über wirklich die ganzen 6, von mir aus auch 9 Filme, ne? Wo man dann halt irgendwie verschiedene Jedi spielt, verschiedene Missionen spielt, irgendwelche, ja, Filmmissionen nachspielt. Alles irgendwo mal unterschiedlich, ne? Mal ist man dann irgendwo mit einem Speeder unterwegs oder von mir aus dann irgendwo bei der Schlacht von Hoth mit einem Snowspeeder unterwegs oder so. Wow. Oder mit einem X-Wing oder so. Quasi so ein bisschen wie Lego Star Wars, bloß halt auf ernst getrimmt, ne? Und nicht auf, ja, lustig quasi mit dem Lego-Humor. Aber irgendwie soll es nicht sein. Was passiert da? What? Ganz langsam manövriert er sich raus und jetzt ist er weg. Die Panzer auch. Oh mein Gott. Oh, jetzt wollen sie es hier aber auch. Jetzt kommt hier alles, aber ich stehe schon und spawntrap die alle. Sogar die flippen so weg, das ist fantastisch. Eine Fabrik zerstört. Das jetzt war's für die Fabriken. Wir können was? Uns jetzt den Toren der Stadt nähern. Habe ich die jetzt irgendwie zeitgleich? Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur... Was? Oh, jetzt kommen zwei. Wir müssen sie vernichten. Jetzt sprechen alle durcheinander. Das ist doch jetzt nicht deren Ernst. Ich hatte doch schon mit einem von denen Probleme. Gibt's hier irgendwo Raketennachschub? Habe ich ATT-Unterstützung, irgendwas? Ah, da gibt's Raketen. Oh, da liegt auch noch was, warte. Oh, Unbesiegbarkeit. Nee, super. Oh mein Gott, das ist nicht unbesiegbar. Scheiße. Ace Windu ist tot. Wir müssen sie vernichten. Guck mal, jetzt haben wir sogar auch hier Panzer unter... Oh mein Gott, machen die mich fertig. Jetzt haben wir auch Panzerunterstützung, Leute. Wir ballern erstmal alles raus, was wir können. Oh, ich häng fest. Man kann nicht unter den durch. Oh mein Gott. Nein, Mace, wenn du überlebe. Hol's hier. So, den einen kriegen wir jetzt, oder? Yes, den einen kriegen wir. Oh mein Gott, er schießt gerade Raketen. Ach, man darf ja nicht unter den durch. Ah, Raketenhagel. Oh, da kommen schon wieder Raketen. Macht auch was. Greift ihn an. Verteidigt euren Mace Windu. Ich kann nicht ausweichen. Es geht nicht. Nicht Raketen, gib mir Leben! Was machst du hier bei mir? Du sollst angreifen! Das Leben! Schaff ich! Ich hab's! Oh, wir tanken! Wir müssen weg! Ach du Scheiße, Mann! Gut geschossen, Meister Windu! Der ja. Weg zu den Stadtmauern ist frei! Nein! Oh. Keine Panik! Meister Yoda schickt uns ein Landungsschiff zur Unterstützung! Es müsste gleich hier sein. Jo, Meister Yoda, gönnt mal wieder ein bisschen. Oh, hier landet der anscheinend. Darf ich nicht hin? Normalerweise wäre ich jetzt eigentlich gestorben. Dieser scheint mir besonders talentiert. Ich werde mich persönlich um ihn kümmern. Was? Meister Windu, ich habe eine neue Energiesignatur auf den Sensoren. Es ist Sidon Prax. Mace, Achtung! Was?
Mace, in den Wartungsschächten der Stadt müsste ein Mechanismus zum Öffnen der Tore sein. Findet und zerstört ihn. Was? Ich wurde gerade aus meinem Panzer rausgeschossen? Hallo? Das ist dieser Kopfgeldjäger-Dude auch, ne? Aber what the fuck? Der hat mich gerade aus meinem Panzer geschossen. Kann ich da jetzt einfach durch? Hat den guten alten Ausweichwindu? Oh, ich glaube, die kann ich nicht besiegen. Dann gehen wir einmal dran vorbei. Miss Windu, tank das weg. Er besteht ja nicht aus Speck. Oh, das sieht cool aus. Ich wundere, dass ich hier so durchrushe. Ist nicht so, dass ich es nicht genießen will, aber ich muss ein bisschen auf mein Leben achten, ne? Okay. Aha! Scheiße. Okay, solange das so enge Gänge sind, habe ich, glaube ich, eine ganz gute Chance, weil ich hier einfach alles auf einmal erwische. Wir laufen einfach so ein bisschen fast-forward hier rein. Ach, Kacke. Wir haben nicht mehr so viel Leben, aber ich glaube, das ist das Ziel. Ja, okay. Die Tore sind offen, Anakin. Deine Einheiten können jetzt vorrücken. Ja, Sir. Der Starfighter auch bewegt sich kurz so whoop, nach links. Anakin, die dunkle Seite der Macht wird von Tag zu Tag stärker. Offenbar ist Dooku fast am Ziel. Du musst den Sith-Tempel zerstören, bevor Dooku den Dark Reaper aktivieren kann. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich werde euch nicht enttäuschen, Meister Windu. Kommt aber noch ein Bosskampf gegen den Kopfgeldjäger-Dude, ja, oder? Ist das die finale Mission? Werden wir uns Count Dooku und dem Dark Reaper stellen? Wir werden es sehen. Na, das sieht aus, als wird jetzt hier gleich was passieren. Oh, was kommt denn jetzt? Das ist der Bosskampf. Deine Beharrlichkeit beeindruckt mich, Skywalker. Aber ich habe jetzt keine Zeit für dich. Schaff mir den Jedi vom Hals. Mit Vergnügen. Da wackelt er ein bisschen. Besiege Dookus rechte Hand. Sidon Prax. Eigentlich ganz interessant, dass Dooku andauernd irgendwelche neueren Schüler und was weiß ich nicht alles an die Hand kriegt, ne? Weil bei dem Bounty Hunter Game hat er auch hier Komari Vosa gekriegt, quasi als Testobjekt so. War eigentlich ganz geil, was die da so drin hatten. Es wurde auch geschrieben, ob das hier irgendwie Teil des alten Expanded Universe ist, und ich bin mir gar nicht sicher. Also wahrscheinlich schon in irgendeiner Form, ne? Aber der war jetzt super leicht. Der war kein krasser Boss. Der war ja super easy. Anakin, wir sind gleich bei dir. Warte auf mich, bevor du etwas unternimmst. Ja, ich weiß, wie du dich mit Hilfe der Macht vor dem Reaper schützen kannst. Boah. Wenn auch nur für kurze Zeit. Keine Sorge, Meister. Jeder, der sich dem Reaper nähert, stirbt. Nur ich bin immun. Ihr wisst, was Meister Yoda gesagt hat. Er ist mein Schicksal. Anakin, warte! Jetzt geht's ins Finale, glaube ich. Ja, ich weiß, wie du dich mit Hilfe der Macht vor dem Reaper schützen kannst. Ja, und wie? Wenn auch nur für kurze Zeit. Ziel. Zerstöre die Energiekerne, um die Schilde des Reapers zu deaktivieren. Ich bräuchte vielleicht erstmal ein bisschen Raketen, mein Freund. Aber das finde ich eigentlich ganz nett gemacht mit dem. Das ist jetzt natürlich eine super simple Erklärung, von wegen, das hätte doch jeder gewusst, oder? Weiß ich jetzt nicht. Ist das jetzt wirklich so ein Ding, wo man so ein Flashback braucht? Du musst schnell sein, um der Macht des Reapers zu entkommen. Ah, das finde ich das. Lass dich von der Macht leiten. Oh mein Gott, ich bin nicht schnell, Meister! Ich bin nicht schnell! Ja, was soll ich denn tun? Ich kann halt so lange nicht boosten! Okay. Finde ich aber cool gemacht. Also, es gefällt mir, tatsächlich. Auch wenn das jetzt ein bisschen weird ist, dass Anakin das so für sich vorbehält. Warum nur er das kann? Ich meine, das kann doch jeder, oder? Diese Energiekerne kaputt machen und so. Das ist jetzt nicht so eine Taktik oder so eine Technik, die nur einer beherrscht. Ich glaube, wir haben schon relativ viel kaputt bekommen, aber wir kriegen immer Schaden, glaube ich. Warte mal, wir holen uns lieber neue Raketen. Ich glaube, ja, er schießt schon wieder mit dem Laserstrahl. Ich kann nicht viel machen. Aber wir können auch die Projektile abschießen hier, aber... Irgendwie ist das... Ziele auf die Kanonen des Reapers. Ja, das habe ich doch vor. Ist aber irgendwie so ein bisschen enttäuschend, dass der Reaper jetzt tatsächlich auch nur so eine normale Waffe ist, oder? Ich hatte irgendwie gedacht, das wäre jetzt wirklich irgendwas Mystisches, oder irre ich mich gerade? Okay, wir holen uns wieder Leben. Raketen wären auch nicht schlecht. Haben wir die noch irgendwo? Da liegen Raketen. Wir sind so langsam. So, allzu viele Raketen sollte der auch gar nicht mehr schlucken können, glaube ich.
er macht den Laserstrahl. Aufpassen, ausweichen. Ich kann hier ausweichen, aber es macht doch irgendwie gar keinen Schaden. Oder ist es irgendwie eine Art Zielanvisierung? Man muss dann da immer nur kurzzeitig rauskommen. Zerstöre die Luken des Absorbers. Der erzählt mir eigentlich nur, was ich nacheinander kaputt machen soll. Also so krasse Geheimtipps sind das gar nicht, die der hat. Nur der Absorber ist noch intakt. Zerstöre ihn und die Schlacht ist geschlagen. Ja, ich habe leider keine Raketen mehr, mein Freund. Ich hoffe, das ist kein Problem, aber ich kriege ja anscheinend keinen Schaden. Von daher, oh, jetzt kriege ich ein bisschen Schaden, aber das schaffen wir. Jawohl! Ich glaube, damit haben wir es sogar, oder? War Count Dooku da jetzt drin? Dieser Cut hier rüber. So richtig antiklimaktisch. Boah. Du bist stärker geworden, mein Freund. Ich habe nur meine Pflicht getan. Für die Republik. Sei vorsichtig, Anakin. Wenn du die Macht in dir nicht kontrollierst, wird sie dich bald verzehren. Ich weiß, was ich tue. Du vergreifst dich im Ton, Padawan. Du hast noch vieles zu lernen. Vergiss das nicht. Das werde ich nicht vergessen. Wie abgehoben willst du sein, Jor? Meister. Noch so ein hinterhergesetztes Meister. Ich bin krass. Und was seid ihr? Oh, cool. Meister Windu, die Separatisten haben sich aus dem System zurückgezogen. Wir fliegen jetzt nach Mörgeshir. Und Count Dooku? Spurlos verschwunden, Sir. Dann findet ihn. Ja, Sir. Haben wir das Blatt mit dieser Schlacht gewendet? Die Schlacht gewonnen wir haben. Doch längst nicht vorbei, dieser Krieg ist. Dann nochmal so ein kleiner Callback zu Episode 2. Zum Ende. Schön. Ja, und damit kommen die Credits. Ey, was soll ich sagen? Ich habe es eigentlich immer wieder erzählt, wie mir das Spiel so gefällt. Es war ein Auf und Ab. Spielerisch leider nicht allzu spannend gestaltet. Irgendwo nicht sehr viel Abwechslung irgendwo drin, dass man sagt, boah, die Passage macht jetzt besonders viel Spaß. Die haben es natürlich immer versucht, ne, an Fahrzeugen und so da Abwechslung reinzubringen. Ja, auf Dauer war das dann halt nicht allzu packend, muss man sagen. Mir wurde gesagt, der Multiplayer von dem Spiel sei auch richtig, richtig cool gewesen. Und natürlich muss man auch sagen, das hat man vielleicht damals mit anderen Augen gesehen. Und ist jetzt auch schon ein 20 Jahre alter Spiel. Von daher, da sollte man da nicht zu hart mit sein. Ich fand's ganz cool. Die waren immer wieder ambitioniert, was Neues zu zeigen. Von daher gucken wir nochmal, ob jetzt noch was kommt. Passiert jetzt noch was? Multiplayer, wir können ja mal ganz kurz schauen, was da so geht. Duell, Geonosis. Guck mal, da gibt's sogar dann Tool, Raxus. Okay, da kann man dann überall Duell miteinander spielen. Soweit ich weiß, kann man da jetzt auch verschiedene Figuren nehmen, oder? Ach, guck mal, das sind jetzt alle Fahrzeuge, die man nehmen kann. Na gut, aber weiter können wir nicht. Oh, nee, da wollte ich vielleicht reingucken. Ach, guck mal, das hat man jetzt quasi bekommen, wenn man hier die Sachen irgendwie schafft, die Boni im Spiel. Ah. Wie das aussieht, wenn der da im Hintergrund so langlatscht noch. Ara Kazan, den Namen habe ich schon wieder vergessen. Atme, guck mal, hat die überhaupt im Spiel sonst drin? Ne, ich glaube nicht, oder? Vielleicht ganz am Anfang einmal in der Arena? Das ist doch ganz nett auf jeden Fall. Da sind die Dinger, ich liebe sie. Ja, alles klar, ne? Von daher würde ich sagen, das war es mit dem... Huch, die kann ich hier so spinnen. Das war's mit dem guten alten Star Wars Clone Wars Spiel zu Episode 2. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Und damit bis zum nächsten Mal, ne? Den können wir auch drehen lassen. Oh mein Gott. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.